Das Zeug stinkt bestialisch. Da scheint Schwefel rauszukommen. Okay. Gute Idee. Wenn ich die Tasse in den heißen Dampf halte, müsste mein Arm innerhalb kürzester Zeit gut durch sein. Ja, nu. Stell dich mal nicht so an. Die ist noch halbwegs frisch. Tomatenstrauch. Also wir müssen irgendwas finden. Ah, ich glaube, ich weiß auch schon was. Nämlich im Jeep haben wir doch noch... Wieder schön scharf. Oh, doch nicht. Ich habe gedacht, wir könnten daraus Fetzen machen, das da dran befestigen und dann runter damit. Ein Tütchen Tomatenketchup mit... Schade. Ein schönes Tier. Wie schön es wohl erst als Bett voll... Tränke. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, die Pflanze vorsichtig auszugraben. Wenn es nicht unbedingt sein muss, würde ich sie gern heilen lassen. Okay. Ein einfacher hölzerner Kochlöffel. Was können wir nur damit machen? Wofür haben wir jetzt die geschärfte Schere? Was bringt uns das? Ich habe ja gehofft, dass ich aus diesem Tuch da irgendwas machen kann. Der gescheiterte Versuch, einen Tomatenstrauch anzupflanzen. Für die Biologen, lateinisch Solanum lycopersicum, auch Liebes- oder Paradiesapfel genannt. Familie der Nachtschattengewächse. Aber irgendwas müssen wir doch damit machen können. Anzünden, vielleicht. Also das muss auf jeden Fall da rein, aber wie? Wie können wir das anstellen? Unser Schauplatz ist doch nicht so groß. Geschärfte Schere. Das Fass ist jetzt leer. Aber was können wir jetzt damit anstellen? Das ist die Frage. Ganz ruhig, Brauner. Was haben wir denn hier? Rentierhaare? Müffeln ein bisschen, sind aber relativ weich. Was machen wir denn jetzt mit Rentierhaare? Die Haare halten nicht am Löffel. Warte mal, vielleicht mit Harz? Das könnte vielleicht gehen. Die Haare halten nicht am Löffel.
Müffeln ein bisschen. Ein einfacher. Schade. Okay. Ich habe ja gehofft, dass wir eine Schachtel Streichhölzer aus dem Nightclub Lady. Ein paar sind noch drin. Das irgendwie befestigen können, aber die willert hier auch irgendwie, aber die halten nicht so. Deswegen habe ich gedacht, okay, nimmst du Harz. Aber das scheint hier auch nicht die Lösung zu sein. Warte mal ganz kurz. So, ich habe mich mal eben anders hingesetzt. Ist schon viel angenehmer. Wofür brauchen wir Rentierhaare? Das kapiere ich nicht. Und wie macht man das mit dem Pergament? Die ist noch halbwegs frisch. Hm. Das ist alles, was ich und der Spaten von der Kiste übrig gelassen haben. Macht einen Re. Braucht man noch was vom Rentier? Also die Schere ist ja jetzt weg. Bevor ich hier nicht. Da haben wir echt nur noch dieses eine Teil. Schade, dass die Zivilisation jetzt. So, das mit der Tränke haben wir gemacht. Oder kann ich noch weiter nach links gehen? Nee, okay, das war's. Das Fass ist leer. Rentier haben wir auch hinter uns. Von dem haben wir die Haare gekriegt. Mit dem Harz können wir aber immer noch was machen. So, im Zelt haben wir diesen Nussknacker. Eine seltsame Kreatur mit offenem Mund. Scheint eine Art Nussknacker zu sein. So, das will sie ja nicht machen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, die. Nehmen wir dieses Gitterrost mal mit. Ich glaube, ich habe eine Idee. Gehen wir mal zu diesem einen Loch, was wir da hinten gesehen haben. Stellen das mal hier drüber. Kann ich da jetzt die Tasse draufstellen? Ah, supi. Durch das Erhitzen haben sich Wasser und Harz vermischt. Das Harz ist jetzt relativ flüssig und warm. Sehr schön. Dann gehen wir mal wieder zurück. Na, gehen hier rein. Und dann gucke ich mal Pergamentschnipsel. Hm. Auch nicht. Durch das Erhitzen haben sich Wasser und Harz.
Die Pergamentschnipsel sind so stark. Ja, irgendwie restaurieren, aber wie? Gitarros können wir wieder nehmen, aber warum? Das Wort Rost ist sehr passend. Tja. Was soll ich mit verdorrtem Kraut? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt dem Typi dann hier schon geben können. Gucken wir mal. Nee. Das können wir hier wieder hinstellen, aber... Das Wort. Ach. Pergament. Schnipsel, wie können wir die nehmen? Die Haare halten nicht am Löffel. Müffeln ein bisschen, sind aber relativ weich. Das, was man hier in der... Das ist... Die ist noch... Ein Tütchen. Ein Einf... Das gibt es nicht. Rentier, Tränke. Jeep. Kistentrümmer. Wir selber können das nicht nehmen. Das auch nicht. Das auch nicht. Aber irgendwas müssen wir doch noch machen können. Manu. Ein Ei. Die Haare halten nicht am Löffel. Wenn ich das Zeug anfasse. Deswegen habe ich ja gehofft, du würdest das damit machen, aber... Naja, ihr Lieben, ich glaube, ich werde jetzt auch mal eine Aufnahmepause machen. Ich merke nämlich schon wieder, dass ich müde werde. Und dementsprechend werde ich auch wieder ruhig. Ja. Das heißt, wir werden dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich glaube, wir sind aber dieses Mal echt weit gekommen. Bis auf das eine Mal, wo ich doch leider nachgucken musste. Aber ich habe das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Bin selber nicht auf den Trichter gekommen, dass sie damit meinen könnte, ja. Mit dieser Falle. Aber sonst haben wir uns echt richtig gut durchgeschlagen, muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Geheimakte Tunguska. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.